Aber Scheiße. Gut, fangen wir an. Ich habe schon mal durchgezählt. Top 0. Achso, erstmal hallo, willkommen zur 160. Fraktionssitzung. Heute am 30. August 2016. Läuft die Kamera wenigstens? Ah, perfekt. Sehr gut, haben wir das schon mal. Für die Zuschauer im Stream und die Zuschauer, die sich hinter das Video angucken. In welche Kamera muss ich jetzt gucken? In die, ne? Hallo, Kamera. Wir versuchen heute etwas Neues, nämlich jemanden extern in die Fraktionssitzung zu holen. Der Olaf Wegner sitzt in Wuppertal. Dafür gibt es diese große schwarze Box, die euch da gleich manchmal vielleicht im Bild ist. Das funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber wir werden das gleich irgendwie hinbekommen. So, Top 0 ist Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es sind genug Leute hier. Und wir stimmen ab über nicht öffentliche Teile. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt für den mitarbeiteröffentlichen Teil. Das stimmt so nicht, lieber Grumplinger. Nee, stimmt auch nicht. Ich bin jetzt durch das. Ich bin nicht mehr dazu gekommen. Okay, dann erkläre ich auch das für das Video noch eben. Der Protokollrechner hat die Tastatur nicht angenommen. Protokollieren ohne Tastatur ist schwierig und deswegen machen wir das jetzt direkt an dem Laptop und alles ist umgebaut worden und so weiter. Leider können wir heute nicht. Ich muss hier mit der Technik reden. Und wir können auch kein Bild auf unsere internen Monitore hier machen, weil irgendwie geht nicht nach dem NRW-Tag. Ist irgendwas anders. Gut, wir hatten aber gestern andere Tops noch. Okay, ich mache schon mal die nicht öffentlichen Teile, Mitarbeiter nicht öffentlich. Wir haben eine Beschlussvorschlagpersonalie, dann noch eine Beschlussvorschlagpersonalie, etwas Rechtliches, ein bisschen Strategie und Sonstiges. So, die Beschlussvorschläge, da brauchen wir keine Zeiten hinschreiben. Das Rechtliche, wie lange brauchen wir ungefähr, liebe Leute? 15 Minuten. Strategisch, Frank, wie lange? 15 auch. Also sagen wir mal 20 Minuten. Dann haben wir noch Sonstiges. Hat jemand Sonstiges noch für den... Tücken der Technik und so. So, hat jemand sonst noch was für den nicht öffentlichen Teil? Das ist nicht der Fall. Dann nehme ich das Sonstige jetzt hier hinaus. So, im mitarbeiteröffentlichen Teil haben wir einen Top Strategisches. Funktioniert super. Mach du, ich kann nur noch lesen anscheinend. Heute mag uns die Technik nicht. Gibt es außer ein strategisches Teil von Moni und ein strategisches Teil von Simone noch einen mitarbeiteröffentlichen Teil? Ebenso, auch Strategie, maximal 5 Minuten. Ein strategisches 5 Minuten vom... Ein strategisches 5 Minuten vom Joachim. Moni, wie lange brauchen wir? 10 Minuten für die Moni. Simone? Auch 5. 10 Minuten für Simone. Und 20 Minuten für Joachim. Nein. Ach so. 5 plus 5 plus 10. Gut, verstehe. Dann haben wir 1,5 Stunden. Jetzt lädt es neu. Ich drehe durch. Jetzt stehen die Zeiten unten nicht, die ich da eingetragen habe. Alter, diese Technik. Das Pad ist abgestürzt. So. Nee, unten haben wir zusammen 40 Minuten. Also wer ist, oder anders, gibt es noch einen mitarbeiteröffentlichen Teil, den ich jetzt vergessen habe? Nein, das ist nicht der Fall. Dann sind wir bei 1 Stunde 10 Minuten. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist jemand dagegen, dass wir diese nicht öffentlichen Teile so durchführen? Das ist nicht der Fall. Dann fangen wir... damit an.
Stunde, 10 Minuten, ja 70 müssten es sein. Frank. Ja, nur ganz kurz für die Vorplanung, weil Dirk und ich haben 13:30 eine Anhörung, das heißt, wir müssen da sehr pünktlich aufhören. So wie die Tagesordnung gerade gemacht haben, ist dieser Strategieteil nicht öffentlich ganz am Ende. Vielleicht kann man das so sortieren, je nachdem, wie wir vorwärts kommen, dass wir den auf jeden Fall vor 13:30 halt behandeln. Gut. Weil ich dann raus müsste. Gut, Simone ist ja im nicht öffentlichen Mitarbeiter öffentlichen Teil und bei euch. Zur Not musst du dann den Dirk informieren über das, was rechtlich war oder so. Da müssen wir das hin und her schieben. So. Ja, gut. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Top 1. Genehmigung des letzten Protokolls. Möchte sich jemand gegen die Genehmigung des Protokolls von der letzten Sitzung aussprechen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das Protokoll damit angenommen. Wir sind bei Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario, bitte. Ja, moin. Ich hoffe, ihr hattet schöne Sitzungsfreizeit. Wie gestern auch in der Referentenrunde fange ich mit einem kleinen Rückblick an. In der sitzungsfreien Zeit waren wir auf der Gamescom. Das wird dem einen oder anderen was sagen. Wir waren da mit Unterstützung des Kreisverbands Köln mit 2 Ständen außerhalb des Messegeländes und haben insbesondere auf die E-Sports-Anträge der Fraktion hingewiesen. Wir waren mit einer LAN-Party am Game-Treff im Stollwerk Bürgerzentrum. Die beiden Stände sind mit inklusive Car Office, allerdings ohne den Anhänger, sind sehr gut gelaufen. Die Leute sind auf uns aufmerksam geworden. Wir haben ohne Ende Giveaways verteilen können. Insbesondere unser Plakat, Gamer-Plakat, wurde uns fast aus den Händen gerissen. Das ist also richtig gut angekommen. Die Stände waren gut platziert, wir haben das vor Ort gut gemacht. Der Game-Treff war ursprünglich im historischen Rathaus geplant. Das konnte durch die Raumlage dann nicht gemacht werden, wir sind umgezogen. Das hat der KV Köln gut gemacht, also richtig auch spontan, mit Unterstützung des OKSH. Wir haben dann, wenn ich das richtig weiß, auch verschiedene Zielgruppen direkt dort angesprochen, sodass es auch gefüllt war. Ich danke allen Abgeordneten, die da waren und sich da eingebracht haben. Danke, Olli. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Gamescom war also im Ganzen für uns recht erfolgreich. Wir haben uns gut dargestellt. Ich warte eben, bis der Witz alle kapiert haben, dann machen wir weiter. Okay, danke. NRW-Tag. Jetzt Wochenende. Ein Ergebnis ist, die Technik hier funktioniert nicht mehr. Ein anderes Ergebnis ist, wir konnten uns hervorragend präsentieren. Und dabei sogar auch politisch wirken. Das heißt, wir haben nicht nur Luftballons geknetet und Cocktails ausgeschenkt. Ich möchte aber erwähnen, dass wir kalkuliert hatten mit 1.000 Besuchern am Stand pro Tag und 500 auszuschenkenden Cocktails. Die waren nach 1,5 Stunden erledigt. Wir haben in Summe am ganzen Wochenende 3.630 Cocktails ausgeschenkt an Besucher. Schön wäre es gewesen, es wäre manches leichter zu ertragen gewesen. Wir haben 36,8 Kilo Mais in Popcorn umgewandelt und verteilt. Wir hatten mit Abstand den attraktivsten Stand und haben Lob von allen Seiten bekommen. Großen Abstand, den attraktivsten Stand. Wir haben uns die anderen angeguckt. Es waren Abgeordnete da und haben ihre Politik an Bürger verkauft. Und ich möchte mal namentlich danken. Grumpy, Frank, Daniel, Olli, Simone und auch Dirk. Aber du warst ja wenigstens da. Alle anderen waren nicht da. Olaf! Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig. Olaf war auch, den habe ich vergessen, natürlich. Olaf, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel da irgendwo in Wuppertal. Das war abgesprochen. Aber tatsächlich haben vor Ort Menschen nach Abgeordneten gefragt. Für den nächsten NRW-Tag empfehle ich, das rechtzeitig an diese Kleinpartei zu geben, sodass dann der Bundesparteitag nicht
dagegen in Konkurrenz steht. Nein, tatsächlich ist das schade. Auch bei der Gamescom ist es sehr schade. Wir haben bei der Gamescom auch eine Podiumsdiskussion absagen müssen. Unter anderem deshalb, weil wir keine Podiumsteilnehmer haben. Aber ich finde es unglücklich, wenn man den zuständigen Abgeordneten zuerst anspricht und der sagt, ja, wer ist denn noch da? Von der Idee her sollte es anders sein für zukünftige Podiumsdiskussionen. Kann jeder für sich selber machen. Am nächsten Dienstag, dem 6.9., Fragen ruhig direkt an mich. Alles gut. Super. So. Okay, so. Für den 6.9. Sind wir zu einer gemeinsamen Fraktionssitzung in Kiel. Ich habe meinen Kollegen in Kiel gerade angemeldet und auch schon Antwort bekommen, was bis jetzt an Presse- und Medienarbeit da geplant ist. Geplant ist, sie machen eine Einladung an die Presse und eine Pressemitteilung. Das müssen wir vor Ort nochmal klären, ob wir das vielleicht auch noch intensivieren können. Da würde ich auch bitten, dass wir mit 10 Leuten dahin fahren nach Kiel. Ob man es glaubt oder nicht, klingt verrückt, aber Technik funktioniert nicht immer. Und ich fände es für die Außendarstellung fatal, wenn wir da mit 9 Leuten hinfahren, die Technik funktioniert nicht und wir dann erklären müssen, dass wir nicht beschlussfähig sind und nichts passiert. Weil wir uns mit diesem Internet und dieser Technik nicht auskennen. Und dass etwas nicht funktionieren kann, haben wir eben jetzt und erleben wir noch. Das kann einfach passieren, auch wenn alle noch so wohlmeinend sind. Deshalb, ich habe noch nicht 10 Zusagen, Christopher, oder doch? Vielleicht kurz mal, die durchgehen. Zusagen ist jetzt ja von Oliver, Guampi, Olaf, Moni, Frank, Lukas. Ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle. Pardon, mit Mikro diesmal. Zusagen gibt es bisher von Oliver, Guampi, Olaf, Moni, Frank, Lukas. Und Joachim hatte mir zugesagt, und Daniel wohl, genau, Daniel hatte dir zugesagt, jetzt kriege ich eine Antwort von Toso, du bist dabei. Ich hatte es nur nicht auf einer Liste, die Britta rumgeschickt hatte. Macht ja nichts. Moni meldet sich, entschuldige. Okay, dann ist Moni wieder raus, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 9. 6, 7, 8, habe ich. Wenn Moni raus ist wieder, Toso Ach, dabei. Genau. So, offen sind derzeit Michel, Dirk, Nico und Dietmar. Dietmar hatte eine Äußerung gemacht, wenn du dabei bist, super, wenn alles klar ist. Ich habe nur diese Liste von Britta und habe sie mehrfach rumgeschickt, also insofern immer mit Nachfrage verbunden. Spielt keine Rolle. Simone hat sich unter widrigsten Umständen dann auch bereit erklärt, aber nur, wenn es widrigste Umstände sind. Darf ich dich so wiedergeben? Ja. Okay. Dann ist Simone, wenn ich das richtig sehe, dabei. Widrig oder nicht? Warte, ich jetzt nicht so verstanden. Da war es aber neu. Dann würde ich echt mal abwarten, weil ich habe mit. Ist okay. Du hast auch. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Jetzt sage ich dir immer, wie scheiße ich bin. Nee, du hast ja auch abgesagt. Du bist ja auf der, denen, die sich geäußert haben, aber negativ. Was okay ist. Nur zur Teilnahme. Michelle, du bist also dabei. Am 6. Anfacht am 5. Gut. Dann entferne ich hier das Fragezeichen. Dann bleibt halt noch Dirk, Nico. Bitte? Wahrscheinlich, du kannst dich natürlich auch sehr kurzfristig entscheiden. Dann müssen wir nur, oder das Hotelzimmer müssen wir natürlich irgendwann buchen. Bisher gibt es 10. Auch gut, sehr schön. Dann ist Nico noch offen. Vielleicht hast du dich schon geäußert, aber ohne, dass ich es weiß. Du wirst nicht da sein. Und Dietmar hatte sich dahingehend geäußert, dass er seine Entscheidungsfindung abhängig machen wollte von der Funktionsfähigkeit dieses Koffers. Jetzt ist er leider nicht da. Ich kann ihn aber gerne noch mal persönlich ansprechen. Aber wenn ich jetzt richtig zähle, dann haben wir so ungefähr 10, rund 10. Ich gucke jetzt noch mal. Ja, dann ist ja Simone wieder dabei, wenn es dann nur 10 sind. Komm mal, fahr mal weiter, das ist für mich auch ein Albtraum. Wann hast du denn Termin? Ich kann erst Dienstag morgen fahren. Also ich müsste dann um 5 Uhr losfahren. Oder um 4. Ja. Das war das Stadtstück.
Und am selben Tag wieder zurück? Und am selben Tag wieder zurück? Ja, Mittwoch morgen sind 10 Uhr Schulausschuss. Also deshalb ist einfach ein Albtraum. Ja. Okay, wir müssen das jetzt auch hier nicht diskutieren. Ich glaube, wir kriegen die 10 jetzt zusammen. Könnt mich ja nochmal ansprechen, ich schicke das dann auch weiter. Also irgendwie, wenn ihr beide noch euch einigt, also wirklich positiv, wäre schön, wenn ihr beide dabei seid. Ja, aber nein, es ist halt warum weiß ich nicht. Ich sehe es, ja klar. Ja. Vielleicht mag der Dirk ja dann doch, wie auch immer. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, es läuft, das Programm habe ich rumgeschickt, ich werde das nochmal aktualisieren, ich werde das auch weiterleiten an Jan Leutert, damit wir die Themen für die Facharbeitskreise festlegen können. Alles läuft, alles gut, wir kümmern uns. Das mag ich ja. Gut. Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, lieber Mario. Anscheinend läuft die Technik jetzt, wir sind in Wuppertal jetzt zumindest beim Olaf auf dem Ohr. Olaf, wenn du was sagen möchtest, wie gesagt, melde dich kurz und dann Mario, bitteschön. Gut, also wie gesagt, dann hätten wir den Teil, dass wir, ihr könnt euch aber vorstellen, dass es halt einfach nicht gut da ist. Seit Mitte Juli läuft der digitale Kompass, das, was die Fraktion beschlossen hat, was eine der Highlights des zweiten Halbjahres ist. Dazu werden wir am Samstag ein Real-Life-Treffen in Köln haben. Wir bewerben das in den sozialen Medien bereits, auch mit den 4 Köpfen, mit den Kurzvideos. Es stehen 4 Gesichter für diesen digitalen Kompass seitens der Fraktion. Es wäre schön, wenn diese Gesichter des digitalen Kompass dann am Samstag auch da waren, werden, sein werden, so das möglich ist. Auch gestern habe ich schon die Referenten gebeten, doch teilzunehmen. Wer übrigens noch nicht teilgenommen hat, auch im Internet, da darf jeder mitmachen. Wir kontrollieren das auch nicht, ihr dürft doch dagegen stimmen. Also das funktioniert. www.digitaler-kompass.de. Ich bitte also wirklich teilzunehmen, sowohl im Netz als auch beim Real-Life-Treffen, als auch morgen am 31. ist nämlich eine Mumble-Sitzung dazu. Auch da könnt ihr teilnehmen. Mumble, das war das, was diese Partei um 9. Das war früher in der Partei so ein Gremium, haben wir viel gemacht. Da ist das jetzt morgen auch. Wer am Samstag in Köln sein kann, im Bürgerzentrum Deutz, wäre schön. Erzählt von dem Teil, erzählt vom digitalen Kompass. Wir haben bei den NRW-Tagen über 1000 Broschüren verteilt. Die Leute waren interessiert daran. Die hat das wirklich interessiert und hey, und die Idee, dass Piraten dieses machen mit der Beteiligung, kam positiv an. Also war Daniel, das konnte man auch schnell loswerden. Das war also nicht so, dass du das denen aufquatschen musstest. Nixus, du hast dein Mikro noch an. Deshalb würde ich euch bitten, das machen. Und zu but last but not least, wir haben 2 neue Mitarbeiterkollegen in der Pressestelle. Das zum einen sitzt rechts von mir Steffen. Steffen, das wisst ihr alle, ihr habt dem der Einstellung zugestimmt, betreut die sozialen Medien. Und hinter mir, Jonas, steht doch mal auf. Jonas macht ein 6-wöchiges Praktikum im Rahmen seines Masterstudiums Politikwirtschaft. Wissenschaft, Entschuldigung. Der war gut. Entlarvt. Der war, ja. Danke, danke. Das kriege ich heute nicht mehr hin. Ja, jetzt wisst ihr, wie ich ticke. Okay, das ist Jonas. Jonas möchte auch 1 oder 2 Tage im Rahmen dieser 6 Wochen einen Abgeordneten begleiten. Da komme ich auf einzelne Abgeordnete zu, wo ich glaube, dass er was lernen kann. Wird er so viele von euch nicht betreffen. Nein, Jonas möchte es einfach aus den Feldern, die ihn interessieren. Dazu machen wir was. Das war's von mir erstmal. Ansonsten haben wir, wir haben in letzter Zeit bei den Pressemitteilungen Wirkung wieder erzielt in Medien, in denen wir lange nicht mehr vorgekommen sind. Auch Breitband, jetzt die letzte Breitband-PM ist aufgenommen worden von der Welt, von der FAZ. Wir waren im Fokus mit Dietmars PM. Komischerweise, oder es kommt wieder was. Wir werden wieder von überregionalen Medien wahrgenommen. Ich habe 2 Rückmeldungen, erstmal die Moni und dann der Daniel und dann der Toso. Ich habe 3. Ja, meines Wissens ist diese Mammelsitzung am Morgenabend 0 kommuniziert. Also die ist über keine einzige Mailingliste gegangen.
NRW oder so. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand von weiß. Und ich würde darum bitten, das vielleicht nochmal zu recherchieren. Also ich habe nichts gesehen. Ich habe die letzten Tage geguckt, weil es angekündigt war. Ich hatte mit Leuten gesprochen, aber ich habe nichts gesehen, dass es an irgendeiner Stelle kommuniziert wurde. Dazu kann ich sagen, wurde mir gestern noch anders kommuniziert in der Referentenrunde, muss ich prüfen. Genau, sollte über den Landesverband an alle Listen gegangen sein, so hat mir das Uwe auch erklärt. Frage ich aber nichtsdestotrotz nach. Danke. Auch der Termin am Samstag ist über die Landesverbandslisten verteilt worden, beides in einem. Genau. Daniel. Zwei Sachen. Ich frage mich, also bezüglich. Eine durch? Nein. Ja, so fühlt sich daran. Ja, ich kenne das ja. Also ich weiß ja auch, wie gut das ist. Bezüglich der Fraktionssitzung nächste Woche in Kiel. Also ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ich nur dann mitfahre, wenn wir tatsächlich diese 10 überspringen, damit wir da beschlussfähig sind. Weil eigentlich passt das halt auch in meinen Terminkalender nicht wirklich. Ich würde das aber dann halt machen. So war ich jetzt auch mit Mario tatsächlich verblieben. Ich frage mich gerade, wie wir es irgendwie hinkriegen, dass ich Montag weiß, ob wir tatsächlich diese 10 jetzt sind oder nicht. Weil ich sehe da immer noch irgendwie Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob Nixus dann nochmal eine Rückmeldung oder sowas geben kann. Ich sag mal, keiner von uns will, dass ich Dienstagmorgen da bin und wir sind nur 9. Und das kann durchaus als Drohung so aufgefasst werden. Ich weiß nicht, ob Nixus erst darauf antworten möchte, weil ich habe noch einen anderen Punkt. Ich möchte gerne darauf antworten. Also ich habe jetzt inklusive Simone und Moni 11 Leute mit festen Zusagen. Ihr müsst das noch fixen. Ohne euch sind es nur 9. Und Dietmar ist halt noch offen und Dirk auch für mich. Ich halte das einfach so fest, wenn jemand sagt, er hat sich noch nicht entschieden. Ich kann nicht mehr liefern. So. Wenn wir jetzt zu einer Entscheidung kommen, hast du deine Antwort. Sobald sie vorliegt, werde ich sie auch weiterleiten mit dem jeweils aktuellen Stand. Erst Toso. Ach so, okay, anderes Thema. Dann. Also Simone und ich, wir haben das gerade gesagt, nochmal. Ich fahre um 4 Uhr los. Ich komme abends wieder, ich habe am anderen Morgen Schulausschuss. Ich mache das im allerhöchsten Notfall. Dann möchte ich aber wissen, warum andere nicht können. Also ich fahre nicht, wenn irgendjemand sagt, ach ja, passt mir nicht so gut. Ja, also hier gehen Leute her und sagen, wir machen das dann. Und das ist eine riesengroße Belastung, auch für Simone. Und manchmal habe ich das Gefühl, ohne da persönlich einzeln was unterstellen zu wollen, aber manchmal weiß ich dann auch nicht mal, warum ich das tue, weil andere möglicherweise irgendwie, ja, ist ihnen nicht so gut in Kram passen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und jetzt bitte ich die, die wirklich können, dann jetzt auch zu sagen, ich fahre einfach mit, bevor halt eine Simone oder ich uns da wirklich einen Arsch aufreißen, um das überhaupt möglich machen zu können. Ich würde nochmal, aber ich weiß nicht, darf ich? Wenn du es bei dem Thema immer noch dann? Oh. Nee, aber ich sehe jetzt keinen mehr, der zu dem Thema redet. Ich auch nicht. Ja. Go! Okay. Also ich glaube, das Thema ist nicht abgeschlossen, weil Moni gerade ja auch was dazu gesagt hat. Ich teile das auch zu großen Teilen, wie auch immer. Aber ich wollte noch was Positives sagen, und zwar zum NRW-Tag tatsächlich. Also ich kann zum Samstag was sagen, ich war am Samstag quasi den ganzen Tag hier. Also erstmal noch mal eins, weil das ein bisschen negativ rüberkam. Natürlich waren nicht alle Abgeordneten hier. Wir hatten das abgesprochen mit dem Bundesparteitag und so weiter und so fort. Außerordentlich beschissene Situation, aber in der Konstellation jetzt tatsächlich nicht wirklich anders machbar. Also da, ich sag mal, einen Haken hinter. Ich wollte einfach tatsächlich nochmal sagen, das war klasse hier am Samstag. Also ganz herzlichen Dank an alle, die das irgendwie organisiert haben. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Abgeordneten, sondern hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer auch immer auf die Idee letzten Endes gekommen ist, die Beachschirme zu machen und die Bar und so weiter und so fort, das war großartig.
Mario hat ja gerade schon gesagt, er hat selber auch Feedback, ich sag mal hier aus anderen Fraktionen und Verwaltungen und so weiter bekommen. Das will ich einfach nur noch mal bekräftigen. Also ich habe das auch, ich habe hier Abgeordnete aus anderen Fraktionen teilweise am Samstag mit dabei gehabt, die waren, ich sag mal, durchaus ein Stück weit neidisch darauf, weil die fanden das alle geil. Ja, die hatten mehr oder weniger langweilige Stände bei sich und irgendwie nichts los, weil es wollte auch keiner bei 45 Grad oben im CDU-Foyer stehen. Das war einfach klasse, richtig geil, danke dafür, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das, was Mario auch gerade sagte mit dem digitalen Kompass, die Dinger gehen. Mario ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, weil wir uns vorher schon mal so über die Thematik Infostände unterhalten haben, hier, die Teile müssen unters Volk gebracht werden. Ja, dann habe ich mir ein paar von den Dingern genommen. Und also ich sag mal, ich habe auch schon Flyer den Leuten aufgeschwatzt. Aber das musstest du bei dem digitalen Kompass tatsächlich nicht machen. Das Ding funktioniert. Die Leute sind eigentlich auch durchaus neugierig, weil das thematisch halt eben auch mit uns eben verknüpft wird. Und die finden interessant, was wir da so aufgeschrieben haben und wie wir uns diese Sachen vorstellen, welchen Prozess wir da irgendwie gehen. Das war gut, hat Spaß gemacht. Klasse, weiter so, mehr davon. Auch wenn du das Thema jetzt gewechselt hast, lieber Daniel, aber ich habe jetzt Toso, Joachim Frank. Eine Anmerkung nur am Samstag in Köln zum digitalen Kompass. Das wird ja nicht die einzige Veranstaltung bleiben, denke ich mal. Das soll ja im Endeffekt... Das ist die reale Veranstaltung, die einzige. Danach soll es keine Präsenzveranstaltung mehr geben. Nein, das ist tatsächlich... im Prinzip der analoge Teil des digitalen Beteiligungsprozesses, das machen wir nur einmal, wo Bürger die, wir wollten halt jeden mitnehmen, auch Offliner. Ja, weil es tatsächlich einen enormen Aufwand darstellt, sowohl das Ganze zu organisieren, als auch jeden zu einem Zeitpunkt mitzumachen. Ich glaube auch nicht, dass wir mehr Leute kriegen und momentan ist die Teilnahmequote auch nicht so toll. Also die Leute, die sich angemeldet haben, deshalb habe ich so Werbung gemacht, sind nicht so viele. Und viermal nicht so viele ist auch nicht schön. So. Tut mir leid. Also und wir müssen es, also wir haben es tatsächlich auf einen Termin gemacht. Wir wollen es anbieten. Es ist ein Teil. Der gesamte Beteiligungsprozess ist aber vorzugsweise online angelegt. Es ist ein ergänzender Bestandteil. Genauso wie das Mumble. Ja. Ich würde... hoffen, dass wir uns das vielleicht nochmal überdenken, weil ich glaube nicht, dass wir mit einem Termin so hinkommen. Dafür ist NRW auch, finde ich, einfach geografisch zu groß. Ich glaube nicht, dass deswegen jemand, sagen wir mal, von Detmold nach Köln fährt. Der kann dann online, wir wollen ja genau die mit ins Boot holen, die eben nicht so online-affin sind. Und dafür wäre es dann, glaube ich, schon geschickter, eine etwas breitere geografische Aufstellung zu machen. Ich werde das, wir haben am Mittwoch einen Jourfix wieder dazu, ich werde das direkt da reinbringen. Ja, Mittwoch ja. Den ganzen Tag. Nee, brauchst du ja nicht, ich kann ja deinen Vorschlag da reinbringen. Das tue ich doch gern für dich, da stimme ich dir doch zu, wie immer. Ja, als ebenso pflichtbewusster Bundesparteitagsteilnehmer konnte ich natürlich beim NRW-Tag nicht da sein, war beide Tage in Wolfenbüttel. Eine Frage an Mario. Du hast vorhin gesagt, erwartet etwa 1000 Besucher pro Tag. Ist mir was durchgeflutscht? Haben wir einen Überblick? Wie viel waren es tatsächlich? Ja und nein. Ich meine nicht, dass sie gezählt werden, aber Grumpy kann mir ungefähre Zahlen, kann uns ungefähre Zahlen nennen. Jetzt mach. Vielen Dank, Michel. Ja. Es waren am Samstag waren im Landtag ungefähr 12.000 Gäste und am Sonntag waren es ungefähr 15.000 Gäste, die hier sich insgesamt für die Klamotten der Fraktionen interessiert haben. Und wie gesagt, das, was wir hier insgesamt an Material, an Kontakten und inklusive des Popcorns, dafür sind wir bekannt, Popcorn zu produzieren, ist schon eine ordentliche Leistung gewesen. Mehr als ja, üblich. Noch mal eine Zahl ergänzend. Wir hatten ja diese Fotobox hier, wo sich Bürger fotografieren konnten lassen mit Logo der Fraktion, für die, also auch in direkter Verbindung mit Piraten und Fraktionen.
Und wir haben über 600 Fotos gemacht von Leuten, die sich freiwillig mit uns haben fotografieren lassen. Von bitte? Natürlich. Jetzt könnte ich sagen, wir können Sie ja fragen, ich habe ja alle Mailadressen und alle persönlichen Daten. Gut, nach dem Insider ist Frank jetzt dran. Ja, das ist jetzt aber Zufall, ne, dass ich da gerade dran bin. Nee, weil genau die haben wir natürlich nicht, auch wenn solche Fotoboxen in anderen Ständen, wo sie benutzt werden, durchaus zum Sammeln von Daten auch verwendet werden. Das, genau das haben wir bei unserer Box hier abgestellt. Sollte jetzt jemand zuhören, der sich da hat fotografieren lassen, kann er, was das angeht, ganz beruhigt sein. Ich habe mich jetzt auch nur noch mal gemeldet, was sich also ziemlich jeder jetzt gemeldet hat, auch zum Thema Anwesenheit und wer war da, wer war nicht da. Wir hatten die Verbindung mit dem Bundesparteitag und es war halt so, einige waren Samstag hier und Sonntag Bundesparteitag oder umgekehrt. Ich denke, jeder hat das Beste getan, was er konnte, um präsent zu zeigen. Dass wir hier waren im Landtag, war super wichtig. Ist jetzt schon alles gesagt oder viel gesagt worden, wie viele Leute hier waren. Ich habe auch den digitalen Kompass an die Leute gebracht, habe da sehr viel Erfahrung gemacht, wie die Reaktionen sind und habe nicht nur solche gemacht, wie Daniel die gerade beschrieben hat, sondern habe auch Menschen getroffen, wo man deutlich merken konnte, dass es schon sehr schwierig ist mit dem vielen Text, der da drin steht. Und ja, ich habe es versucht und ich habe auch jeweils eine ziemlich harte Position dann gefunden, als der ein oder andere fragte, wo denn die AfD hier ist. Ich habe gesagt, die gibt es hier nicht. Und habe auch ziemlich klar gesagt, dass ja, die hier einfach keinen Platz hat. Und ja, das soweit dazu. Also, dass wir da waren, wir haben einen guten Platz gehabt hier. Das sind sehr, ich würde mal sagen, fast alle, die in den Landtag kamen, sind auch hier vorbeigekommen. Oder haben uns zumindest gesehen. Das ist gut. Und das war der Tag und der Teil. Gut, bis jetzt habe ich keine weiteren Wortmeldungen mehr zu dem Teil. Das bleibt auch so. Dann danke Mario. Und dann ist jetzt Herr Hartmut dran, Top 3 Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, von zwei Mitarbeitern hat Mario schon berichtet, der Steffen und der Jonas. Wir haben einen weiteren Referenten eingestellt in der sitzungsfreien Zeit, und zwar den Markus Drenger, der jetzt für den Bereich Inneres zuständig ist. Wir haben das Bewerbungsverfahren zur Stellenausschreibung PUR Silvester 2015, Assistenzstelle, abgeschlossen. Dazu liegt der Fraktion heute im nicht öffentlichen Teil eine Beschlussvorlage vor. Wir sind heute mit dem KfW in Wuppertal, wir sind morgen in Düsseldorf und es läuft heute auch das Kernthemenbarometer Nummer 3. Dazu möchte ich nur sagen, wir haben im Juni, wir haben sehr hohe Zustimmungsquoten für unsere Themen bekommen. Das ist zwar keine repräsentative Befragung, aber ein ziemlich gutes Meinungsbild, was sich da abzeichnet. Ich will nur sagen, ÖPNV hat im Juni unsere Fahrscheinfahraktivität 52% Zustimmung, hat im Juli 58% Zustimmung von allen 500 Befragten. Cannabis hat 44% Zustimmung, im Juni und im Juli 47% Zustimmung. G9 hat 60% Zustimmung im Juni und 62% im Juli. BGE hat 49% Zustimmung im Juni und 49% im Juli. Und die Frage, ob die Piraten hier im Landtag eine Bereicherung darstellen, haben im Juni 20% positiv beantwortet und im Juli 23%. 23, und das ist im Wesentlichen, wer sich die Berichte, die habe ich ja verteilt, anguckt, wird sehen, dass das im Wesentlichen ein Witten-Effekt ist. Das heißt, in Witten war das, glaube ich, eine Zustimmung von 29%. Man sieht also da, wo Piraten sehr aktiv sind, spiegelt sich das sozusagen auch in so einer Befragung durchaus wider. Wir haben bisher einmal das Verfassungsbarometer durchgeführt. Das machen wir nur alle 2 Monate. Da ist die Zustimmung, was das Wahlrecht ab 16 betrifft, die Befragung war im Juli, 56%. Senkung der Hürden von Volksinitiativen liegt bei 45%, Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer im kommunalen Bereich bei 57%, individuelles Klagerecht bei 71%.
Und dort liegt die Zustimmung für die Bereicherung bei 25%. Entschuldigung, da war Witten drin, ne? Und Witten hatte 29%. Das heißt eigentlich, normalerweise die erste Befragung waren ja schon 20% Bereicherungsfaktor. Ich habe gemeint, das war sehr gut, das ist sehr positiv, aber es bestätigt sich, dass es immer wieder wiederholt ist. 20, 23, 25% erleben uns als Bereicherung. Eigentlich ist nur noch ein Transfer notwendig, dass diese Themen, das sind ja Themen, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn die sozusagen der Fraktion auch zugeschrieben würden, müsste sich dieser Bereicherungseffekt eigentlich noch deutlich verstärken. Inwieweit dann aus Bereicherung auch eine Wahlentscheidung wird, ist natürlich nochmal eine zweite Frage. Zumindest zeigt uns dieses Kernthemenbarometer, dass wir die richtigen Themen haben mit Zustimmungsquoten von 40-60%. Und wir haben auch einen hohen Sympathieeffekt, kann man feststellen. Heute läuft, wie gesagt, das Kernthemenbarometer Nummer 3. Mal sehen, ob sich die Ergebnisse dann bestätigen. Wir haben am Freitag den Referenten den Auftrag gegeben, die Haushaltsberatungen vorzubereiten. Das haben wir gestern noch mal konkretisiert. Der Haushaltsentwurf, der erste, wird ja heute aller Voraussicht nach vorgelegt. Und wir haben gestern den Termin 6.9. festgelegt für die Beiträge aus den einzelnen Bereichen, also die Zulieferung für die Beratung. Das soll also am 6.9. erfolgen. Wir haben mittlerweile das Ergebnis der Lohnsteueraußenprüfung vorliegen. Wir müssen 383,97 € nachzahlen. Das ist eigentlich eine Punktlandung für jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt. Das ist also wunderbar. Wir haben auch die Sozialversicherungsprüfung im Ergebnis so zu erwarten, dass keine Nachzahlungen nötig sind oder überhaupt notwendig sind. Das wär's. Die Beamten waren teurer. Gut, gibt es Nachfragen an Hartmut? Im Moment. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit Top 4. Die Pflegekonferenz am 9.9. im Landtag. Bitte schön. Ja, Olaf, Moni und ich organisieren zusammen die Pflegekonferenz. Sie wird hier in diesem Fraktionssaal stattfinden. Es wird am 9.9., nächsten Freitag sein, von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Ziel ist, dass Pflegende sind die Zielgruppe, die sollen sich vernetzen, die sollen sich organisieren. Es geht in Richtung Organisation eines Pflegestreiks. Wir haben einen Referenten aus Berlin eingeladen, der in der Pflegeszene bekannt ist. Er wird über Rechte und Pflichten Pflegender was sagen. Die Sandra Lörs, Pflege am Boden, wird über Aktivitäten, Kampagnen, Vernetzung und so weiter sprechen. Moni moderiert das Ganze und wir hoffen halt, dass wir damit zeigen, dass wir an der Seite der Pflegenden sind, vielleicht auch da organisatorisch die unterstützen können. Und ja, Moni, hilf mir mal weiter, ich kriege den Satz nicht zu. Schön. Ja, so. Ja, und wir hoffen natürlich, dass alle, die interessiert sind, sich hier auch einfinden werden. Also auch aus dieser Runde. Daniel, vielleicht. Gibt es Fragen zu dem Thema Pflegekonferenz? Das? Ja. Ich habe noch eine Ergänzung vielleicht. Dann Moni, dann Daniel mit seiner Frage. Am kommenden Wochenende werden diese Pflegeclips gedreht, die wir ja beschlossen haben. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wir den ersten Teil dieser Clips, also den ersten auch, sage ich mal, auf dieser Pflegekonferenz zeigen und im Grunde starten. Und dann auch hier schon die Bitte, die werden dann in wöchentlichem Abstand veröffentlicht, das bitte fleißig weiter zu verbreiten, dass es eine möglichst große Reichweite erhält. Also im Grunde startet mit dieser Pflegekonferenz dann so eine kleine Kampagne zum Thema Pflege, die wir halt dann auf allen Kanälen befeuern sollten. Ja, vielen Dank erstmal. Nach derzeitigen Stand der Dinge bin ich ja da, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht.
Worum ich einfach noch bitten wollte, ist hier alle Abgeordneten und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Ding halt nochmal so ein bisschen zu bewerben. Ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht so ganz intensiv gewesen, ich sag mal außerhalb der entsprechenden Filterblase, die wir da ja durchaus haben, mit der wir ja auch durchaus gut vernetzt sind in dem Bereich. Ich kann euch einen Tweet von Olaf ans Herz legen, den er, ich glaube, gestern getwittert hatte. Der ist auch in dieser ominösen DM-Gruppe auch schon zitiert worden. Bislang haben 3 MDL den retweetet. Da geht noch ein bisschen was. Das ist gar nicht so kompliziert mit dem Retweeten. Das ist eigentlich nur einmal klicken. Also macht einfach ein bisschen Werbung, zumindest in den sozialen Medien. Und noch schöner wäre natürlich ein bisschen Werbung zu machen, wenn ihr eben Menschen habt, die im Pflegebereich arbeiten, dass eben da ein paar Leute dann auch tatsächlich hier sind. Ich glaube, das wird eine ganz gute Veranstaltung. Jo. Bin ich wohl. Können wir gleich klären, wenn das Mikro wieder aus ist. Aber willst du mich verarschen? Da ist er, hier, da, guck. Ist ja egal. Also, so. Mit 20 Piraten wahrscheinlich. Ja, das wäre doof. Ich gucke nochmal. Gut. Weitere Fragen habe ich jetzt nicht gesehen. Dann würde ich weitermachen mit Top 5. Das hatten wir gerade schon ein bisschen angerissen. Beteiligungsprojekt Digitaler Kompass. Gibt es dazu noch was zu sagen? Wir haben das vorhin so ein bisschen in die Pressestelle mit reingezogen. Nein? Gut. Dann machen wir Top 6, Bericht des Vorstandsreferats. Der Nixus sitzt da und ist jetzt völlig überrascht, dass ich ihn so schnell dran nehme. Keinesfalls. Ich bin natürlich vorbereitet, da ich der Tagesordnung auch folgen kann, Michel. Wir haben uns zum ersten Mal wieder im Kernarbeitskreis getroffen, haben ein paar Vorbereitungen oder über die Plenarphase gesprochen. Haushalt wird Schwerpunkt sein, das ist klar. Hier auch nochmal klargestellt, dass fertige Texte geliefert werden, dass es eine Generalabrechnung mit der Regierung geben soll und muss. Diesmal auf den Punkt gebracht für die letzte Amtszeit. Haben dann, und da möchte ich mich jetzt nur kurz fassen, da das auch so ein bisschen mit Strategie zu tun hat, warum, weshalb, wieso und was da passiert. Es werden noch ein paar Anträge kommen. Voraussichtlich gehört da oder zu das Thema Verschlüsselung. Aktuell fördert das die Landesregierung. Die Bundesregierung will aber Backdoors einbauen lassen, also da wird was von uns kommen. Das Gleiche gilt für CETA. Auch da werden wir aus gegebenem Anlass, das können wir dann gerne auch in einem nicht öffentlichen Teil. Ich habe Geduld. Gut. Okay. Okay, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht mit diesem Blick so, das hast du wahrscheinlich beabsichtigt. Wir können gerne in einem NÖ-Teil Mitarbeiter öffentlich vielleicht nochmal die Hintergründe der Entscheidung, das jetzt und wie wir das machen, diskutieren, aber das sind Initiativen aus den Kernarbeitskreisen, die auch persönlich zugeordnet sind den Referenten und umgesetzt werden. Es wird da Anträge geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in der Plenarphase die große Anfrage zur Digitalisierung der FDP behandelt werden. Auch das ist verteilt. Uwe wird sich darum kümmern mit Unterstützung von anderen Referenten. Und dann ist zu erwarten das Transparenzgesetz, dass wir darauf vorbereitet sind. Auch darüber haben wir uns unterhalten. Paki ist unser neuer Bundesvorsitzender. Das ist auch keinem entgangen. Wir haben überlegt, ob da sich Vor- oder Nachteile daraus ergeben könnten für die Arbeit der Fraktion, Landesverband. Festgestellt wurde einheitlich, dass Paki bestens vernetzt ist hier mit der Fraktion. Er ist ja auch in gewisser Weise Mitarbeiter. Es wird also durchaus positive Aspekte geben, die wir nutzen können. Also dass der Bundesparteivorsitzende oder die Bundespartei auch gewährleisten kann, dass gut mit der NRW-Fraktion zusammengearbeitet wird, auch im Hinblick auf die Wahlkampfphase. Breitbandausbau, ja, das war nochmal Thema. Wir werden es nicht nochmal angehen, was auch immer da ansteht. Es gibt aktuelle Äußerungen mal wieder von Seiten der Regierung. Aber wir haben alles getan. Es war auffällig, dass im Sommerinterview irgendwo auftauchte, wir hätten da nichts gemacht. Tatsächlich können wir dokumentieren und belegen, dass wir alle Anträge zur richtigen Zeit gestellt haben, dass wir die richtigen Forderungen gestellt haben, dass wir von Anfang an dabei waren und wir werden da nicht weiter aktiv werden.
Frank hat dann noch in dem darauffolgenden Arbeitskreis relativ ausführlich nochmal das Thema Türkei und unsere Position erörtert. Das ist aber mehr so ein übergreifendes Ding. Da tut sich was. Konflikte werden hier nach Nordrhein-Westfalen getragen. Da gab es einige Beispiele für. Es ging um das Verhältnis oder es geht um Absagen von Demonstrationen, wie wir uns dazu positionieren. Aber vielleicht kann der Frank, da ich da irgendwann raus musste, selber noch ein paar Sätze dazu sagen. Muss nicht. Ist okay, es ist nur wichtig, dass das Thema war. Also klar, wir müssen uns verhalten, aber wir müssen da jetzt nicht aktuell Anträge formulieren und das steht aus meiner Sicht, unserer Sicht oder das Ergebnis des Arbeitskreises auch nicht an. Ich lasse es mal dabei. Ich würde gerne noch über die beiden Themen Anträge zu CETA und Verschlüsselung in dem gegebenenfalls folgenden nicht öffentlich Teil was sagen. Das ist aber von euch abhängig, ob ihr das wollt. Das war es erstmal. Gut, gibt es Fragen zu dem? Hui, der Ton, cool. Ich habe da zwei Stück, erst Toso, dann Olli. Franks Hand verschwindet immer hinter diesem Hintergrund. Dem bärtigen, genau. Gut, dann Toso, Olli, Frank. Anscheinend hast du eine haarige Hand, Frank. Nixus, gestern tickerte nochmal durch diverse Nachrichtenkanäle, dass die Bundesregierung jetzt explizit plant, Freifunkinitiativen aus einer steuerlichen Bevorteilung auszuschließen. Habt ihr da jetzt auch schon was auf dem Schirm? Bis jetzt gab es da so eine relativ schlecht gefasste Anweisung vom Bundesfinanzministerium, wo man durchaus quasi noch Ermessensspielraum hat. Jetzt soll das explizit, waren jetzt Freifunkinitiativen explizit benannt, dass sie niemals als gemeinnützig anerkannt werden können, weil damit würde man ja der kommerziellen Konkurrenz quasi eine Steuervorteilkonkurrenz davor setzen. Ich finde das ganz interessant. Würde man das Paradigma auf Kultur und Soziales überleiten, dann würde diese Bundesrepublik aufhören zu existieren von einem Tag auf den anderen. Also die Begründung ist lächerlich. Habt ihr das auch schon auf dem Schirm? Wenn nicht, sollten wir da zügig was zu tun. Also ich gebe in der Einschätzung recht, aber das ist gestern nicht thematisiert worden. Und ich werde aber nochmal mit Mabo drüber sprechen und Uwe gegebenenfalls. Lukas wäre natürlich auch der Ansprechpartner auf Abgeordnetenseite, aber danke für den Hinweis einfach. Kurzhinweis, ihr sagtet jetzt, zu Breitband machen wir jetzt gerade nichts. Zum Haushalt ist es natürlich, wie ich sehe, zumindest dann doch noch relevant. Wurde denn gestern auch zum Haushalt und Umgang gesprochen? Es ging ja eine Mail rum, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was die Abgeordneten zum Beispiel jetzt die nächsten Tage tun müssen. Also ich würde natürlich immer gerne sagen, was die Abgeordneten tun sollten, aber das kann ich nicht. Ich kann höchstens Wünsche äußern. Nee, tatsächlich, ich hatte das erwähnt, wir haben uns nochmal wie immer, Mabo war da, David war da, auch zum Thema Haushalt darüber unterhalten. Es ist diesmal ganz klar die Gelegenheit oder die letzte Gelegenheit, da es auch ein vermutlich Haushalt ist, der nur für einen Teil des Jahres gelten wird in seiner endgültigen Fassung. Es ist wirklich die Abrechnung fällig so, mehr denn je. Und es ist ganz klar nochmal an alle Referenten und Referentinnen die Aufforderung ergangen, auf einer DIN A4-Seite aus ihrer Sicht zusammenzufassen, was die Regierung versäumt hat zu tun oder was sie vielleicht sogar getan hat. Da gehört das natürlich auch dazu. Das wird sicherlich auch von Linus bearbeitet werden. Und es sollen fertige Texte kommen. Die Abgeordneten können natürlich in Zusammenarbeit mit den Referenten in den Fachbereichen ihren Beitrag dazu leisten. Das ist ja klar, dass ihr da auch gefordert seid. Aber das steht an. Und dann wird ein Team die Rede halten. Eine Woche vorher sollen die Texte vorliegen. Also es sollte eigentlich alles bestens klappen. Wir haben gestern in der Referentenrunde nochmal das Datum auch gefixt, eine Deadline gesetzt für alle Referenten und Referentinnen. Sollte also laufen. Und Michel geht dann sicherlich gut präpariert in die Haushaltsrede. Wir haben aber auch festgestellt, es wird ja einen Tag Haushalt geben. An zwei weiteren bisher geplanten Plenartagen wird also Platz für thematische Anträge geben, wobei wir natürlich uns bewusst sind, da gab es auch eine Entscheidung zu dem Thema G8, G9. Wenn wir Schwerpunkte setzen wollen, die wir Öffentlichkeit kriegen wollen, verschieben wir die auf das Plenum danach, weil dieses Plenum natürlich von der Berichterstattung schwerpunktmäßig sich mit dem Haushalt beschäftigen wird. Der Mann mit dem unsichtbaren Arm. Ich wollte nur ergänzen für den, den es
interessiert, weil Nixus das angesprochen hatte, also Thema Türkei. Ich glaube, wir kamen drauf, weil irgendjemand fragte, wie stehen wir zur Türkei? Und nach den ganzen Dingen, die gerade so passieren. Und die Frage lässt sich natürlich so überhaupt nicht beantworten. Wir haben, glaube ich, 7 einzelne Punkte daraus definiert. Weil du es gerade angesprochen hattest, das Thema Demo in Köln, beziehungsweise also einmal die Demo, die es ja schon gegeben hat, AKP-nah und die jetzt angekündigte Veranstaltung, die auf recht obskure Weise, ich sage mal, nicht so stattfinden konnte, wie sie beantragt war, nämlich als Fest im Rhein, im Müngersdorfer Stadion, wird jetzt eine Demo sein der Kurden in Deutschland im Stadtgebiet von Köln. Und das hat sicherlich einen wesentlich höheren Aufwand für die Polizei als die Sicherung, wenn es denn notwendig gewesen wäre, des Müngersdorfer Stadions. Also ich weiß nicht, ob der Polizeipräsident sich da einen Gefallen getan hat. Also nach aktuellem Stand werden die Kurden, die NAFDAF-Vereinigung, ihr Demonstrationsrecht in Anspruch nehmen und eine Versammlung in Köln machen am 3. September, jetzt am kommenden Samstag. Das war eine fehlende Information für die, die gestern dabei waren und für alle Welt, die es zuguckt. Okay, erst lange. Ich möchte nur eins ergänzen. Es gibt noch einen Punkt, den hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Jetzt muss ich das mal selber vorlesen hier. Der Abschlussbericht der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz wird wohl vorgelegt und wir werden dazu einen Bericht anfordern. Das ist auch bei Uwe angesiedelt, das Thema in Zusammenarbeit mit L natürlich. Ich wollte das nur noch erwähnen für die betreffenden Abgeordneten. Das war es als Hinweis noch. Gut, dann gebe ich noch einen letzten Hinweis, weil gerade auch das Verhältnis zur Türkei angesprochen wurde. Wir hatten gestern auch ein bisschen das Thema DITIB in der Vorstandssitzung thematisch. Ich habe erzählt, dass ich letzte Woche Donnerstag zu einem Treffen dieser Gruppe Forum für Statusfragen wieder war und dass wir da besprochen haben, dass wir inhaltlich erstmal jetzt uns nicht weiter äußern werden, sondern stattdessen der Auftrag des Gutachters ausgeweitet wird auf das aktuelle Verhältnis bzw. die aktuellen Umstände, eventuell geänderten Umstände zum Thema DITIB. Wir werden dieses Gutachten jetzt erstmal abwarten und ich werde zu der ganzen Situation und der ganzen Sachlage, das habe ich dann gestern auch zusagen müssen, weil wir gemerkt haben, dass doch so einige Fragen offen waren, entweder nächste Woche oder übernächste Woche, wahrscheinlich eher übernächste Woche, mal so einen kleinen Vortrag vorbereiten, damit man mal weiß, worüber reden wir da überhaupt, wer ist da in welchem Beirat, in welchen Verhältnissen und was machen die eigentlich und wer trifft am Ende Entscheidungen und so weiter und so weiter. Dann hat sich der Grumpy erledigt. Na dann. Gut, gibt es weitere Fragen? Nein, gibt es überhaupt Fragen? Bis jetzt waren es nur Anmerkungen. Oder Anmerkungen. Oder irgendwas anderes. Sehe ich nicht. Alles klar. Dann danke dir, Nixus. Dann kommen wir zu Top 7. Vorbereitung der Plenarsitzung 14., 15., 16. September. Jetzt haben wir gerade schon ein, zwei Themen gehört. Die Frage, wie immer, 2 Wochen vorher, also eine Woche vor dem Antragsfreitag, ihr wisst schon. Gibt es Themen, die konkret in der Mache sind, gerade bei euch? Was haben wir auf dem Schirm? Simone Toso, bitteschön. Also konkret in der Mache ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Olaf und ich haben uns gestern sehr lange mit einem Bürger unterhalten, der uns eine sehr interessante Anregung gegeben hat, die man wahrscheinlich auch relativ schmerzlos in einen Antrag spülen kann, die aber eventuell dann Richtung Hauptausschuss gehen würde. Das heißt, bevor ich das jetzt hier laut formuliere, würde ich da lieber dann nochmal das Gespräch mit dir suchen. Ist aber eine schöne Sache und ich denke auch ein nicht so komplizierter Antrag oder Tu, so wie auch immer. Also ich habe vage, könnte ein Antrag werden. Ja, Ja, zwei Dinge. Zweiter Teil unserer Antragsserie, digitaler Wandel in der Arbeitswelt, betrifft den
dem Fortbildungsrahmen. Bis jetzt kann man beispielsweise, kleines Beispiel, einen Bildungsurlaub zwar in NRW machen, aber nur als Präsenzveranstaltung. Aktuell nicht als Webinar-Online-Veranstaltung oder sonst was. Da hinken wir ein bisschen hinterher. Selbstverständlich müssen wir dazu Regelungen finden. Das ist konkret in der Mache. Dazu habe ich nicht dazu. Zusätzlich als zweiten Punkt habe ich noch eine Anregung bekommen eines Menschen, der auf ein E-Mobil angewiesen ist. Der wies darauf hin, das habe ich auch schon, glaube ich, mal an dein Team weitergegeben, Olli. Der wies darauf hin, dass es jetzt total toll ist, dass die ganzen Städte jetzt so E-Mobil-Zapfsäulen hinstellen, aber dass sein Steckersystem überhaupt nicht kompatibel ist mit so normalen E-Scootern oder E-Rollis. Und es wäre halt total schlau, das mal zu kombinieren. Weil wenn da schon Saft dran ist, dann könnte das ja auch für bereits bestehende E-Mobilität helfen. Nicht nur für die in Zukunft geplante. Fand ich eine super schöne Anregung und sollten wir aufnehmen. Gut, gibt es weitere Ideen für Anträge für das nächste Plenum? Die es jetzt schon Nixus? Ja, der David wies darauf hin, dass die Lieblingsthemen, ich denke, es ist nochmal verschoben, also Dispozinsen kommt was und auch mal wieder Steuerschlupflöcher mit irgendeinem Spezialunterthema. Ich habe das Stichwort gerade nicht parat, aber es wird was kommen. Wird das im Energiebereich was kommen? Und wie gesagt, die beiden eben genannten Themen, CETA, Verschlüsselung, würde ich gerne gleich noch was zu sagen, aber das wird schon, also wir haben einige Themen parat, die auch gut passen zu unseren Kernthemen. Was habe ich? CETA-Verschlüsselung. CETA wird verschlüsselt. So gut nur Schuld. Also zu den Energieanträgen, es sind zwei wirklich so gut wie fertig in der Pipeline. Ob wir die jetzt aber schon im September stellen oder das noch verschieben, das klären wir diese Woche. Das hängt ein bisschen davon ab, was sonst zur Tagesordnung ist. Es ist ja viel Haushalt, die müssen ja nicht unbedingt untergehen in unserem Haushaltsplenum. Deshalb gucken wir mal, wann wir die stellen. Weitere Themen sehe ich jetzt nicht. Gut, dann haben wir da die Sammlung aufgemacht. Die entsprechenden Leute reden miteinander. Schick. Über die gemeinsame Fraktionssitzung in Kiel haben wir... zusammen habe, welche Themen da in deren Arbeit, also es wird so selbst Gruppen gebildet werden von Abgeordneten, von uns Abgeordneten aus SH, und wenn Themenwünsche jetzt da sind, würde ich die so weiterleiten, jetzt möglichst heute noch, also es ist nur eine Bitte in die Runde. Es gibt natürlich, ich benenne euch oder die teilnehmenden Abgeordneten mit ihren Fachthemen, ich sehe, der Frank meldet sich und ich hoffe auf das Thema Transparenzgesetz, das habe ich aber eh schon aufgeschrieben, also das wird sicherlich Thema sein. Der Frank. Ja, das wollte ich jetzt gerade nur fragen. Wir hatten ja schon kurz, also Transparenzgesetz, ich habe auch mit Wolfgang Luther schon gesprochen, auch dazu, aber innere Sicherheit hatten wir auch gesagt, wollten wir in der Arbeitsgruppe, hast du auch, ne? Genau. Dann bin ich zufrieden. Gut, kommen wir jetzt zu Top 9, Open Antrag. Der Grumpy. Der Grumpy möchte. Genau. Haben wir ganz kurz, ja, ist einiges in der Sommerpause auch eingegangen, wurde jetzt verteilt und wird dann nächste Woche reinkommen. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Monsieur? Leise, laut, okay, gut. Dann kommen wir zu Top 10. Berufung eines Mitglieds in den Stiftungsrat der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Grumpy, das ist keine gute Idee, wenn du jetzt gehst, weil du solltest da was zu sagen. Gleiches Raucherpause, da könnt ihr euch besprechen. Also, genau. Wir haben eine Einladung. Es gibt ganz klassisch den sogenannten Stiftungsrat der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen. Ich wollte... da gestern noch kurz mit dem Danebot darüber gesprochen haben, zeitlich hat sich das dann leider nicht mehr ergeben. Wir haben aufgrund einer Satzungsumstellung halt dort einen Sitz von
steht nunmehr auch der Piratenfraktion, einem Mitglied der Piratenfraktion zur Verfügung. Ist ausgelegt, wenn ich mich jetzt nicht irre, auf 4 Jahre. Und wir könnten halt ein Mitglied dieser Fraktion dorthin entsenden. Dies können wir heute machen, aber es reicht auch noch nächste Woche. Damit wir dann halt erstmal darüber sozusagen finden, ob und wie wir könnten, ja, Toso? Meine persönliche Meinung ist, dass Umwelt ist, glaube ich, der. Ich halte das für alternativlos. Ja, nur trotzdem, ich wollte dann einfach nochmal hingehen. Ich wollte halt ganz einfach nochmal hingehen, euch allen das Ganze dann jetzt einmal zuschicken, dann können wir drüber gucken, können überlegen, wer möchte kandidieren und dann können wir das nächste Woche eben eintüben. Das war nur sozusagen schon mal die Ankündigung. Ja, dann machen wir das so. Dann schicke er das herum. Wir sind beim Punkt Sonstiges angekommen. Achso, nee, hat jemand noch Ideen, Fragen, Anregungen? Nein, ich sehe keinen Aufspringen und zum Mikro rennen. Sind wir beim Top Sonstiges. Gibt es noch was zum Thema Sonstiges? Die Simone. Ja, kurz eine Ankündigung, die ich aber noch offiziell auch über die Mailinglisten und sonst wie streuen würde. Wir haben uns jetzt gestern final entschieden, dass wir für alle, die nicht nach Berlin zur 10-Jahres-Party fahren, hier eine NRW 10 Jahre Piratenpartei Party machen, in dem Sinne, dass wir grillen am Kemnader See. Wir haben den Grillplatz dort gemietet und würden uns freuen, wenn dann am 10.09. Ab 15 Uhr möglichst viele dann zu unserer Grillfest erscheinen. Bitte? Eine Mitbringparty, wie gesagt, ich werde das noch ausführlich auf der NRW Mailingliste und ansonsten verbreiten und nein, ich werde keine 500 Sticks für das Event kaufen. Aber, genau. Aber ansonsten könnt ihr ja auch schon mal schauen, ob ihr Zeit habt, ob ihr das einrichten könnt. Ich würde mich über möglichst viele Menschen freuen, die an dem Tag nach Bochum kommen. Danke. Ja, hi. Habt ihr schon gesehen, dass ich hier rumlaufe und Fotos mache und Twitter bespiele? Und mir ist aufgefallen, dass es in letzter Zeit halt aufgrund der Vielzahl von Abgeordneten oder von Leuten, die Zugriff auf den Account haben, nicht besonders kohärent auf Twitter zuging, was Retweets und so weiter anging. Deswegen geht es darum, dass die Pressestelle in Zukunft den Twitter-Account betreut. Und deswegen habe ich das Passwort geändert. Das heißt, ich wollte es hier noch in meiner Fraktionssitzung ankündigen, damit auch gleich Rückfragen und Anmerkungen kommen können. Ja, ich weiß noch nicht, wann man das merken wird, aber noch geht es, wenn man eingeloggt ist, ja? Das ist auch was damit zu tun. Es gab ja gestern irgendwie eine Bemerkung wegen einem sehr komischen Retreat, der jetzt nicht gerade unserer politischen Linie entsprach. Ich denke, also es ist nachvollziehbar, dass ihr euch da entschlossen habt, dann jetzt mal einen Cut zu machen. Ist das geklärt worden? Ja. Es wäre nett, wenn du das auch klären könntest, weil es wurde ja auch gefragt, woher das kam. Okay, ich weiß noch nicht, wie das mit der Reihenfolge dran ist, wenn man... Bitte, ja, okay. Noch sind wir bei dem Thema. Also gestern war zufälligerweise wirklich ein Präzedenzfall, weil da nämlich dann von Gutmenschenkeule etwas geretweetet wurde. Allein schon der Name ist, finde ich, für einen Fraktionsaccount nicht besonders sinnig zu retweeten, weil ich gerne eigentlich den Account benutzen möchte, um so ein bisschen sozusagen das Tor aus der Bubble heraus zu machen. Also wir haben ja eine ziemliche Bubble um uns rum und wenn man das so begreifen möchte, hat jeder sein eigenes Schiff mit seinem Twitter-Account. Und der Fraktionsaccount ist so das Flaggschiff, was dann mal nach außen vorstößt und mal guckt und andere Gewässer erkundet als die eigene Filterbubble. Und bei dem Ding war es dann so, dass jemand das gesehen hat, dass wir den retweetet haben. Und dann habe ich es zurückgezogen, wie ich auch schon ein paar andere Retweets vorher zurückgezogen hatte, was ich in Zukunft halt nicht mehr machen möchte, weil Rückziehen einfach nicht gut ist in sozialen Medien oder Löschen oder Ähnliches. Woraufhin dann jemand einen Screenshot gemacht hat davon und gemeint hat, hey, das war gerade ein Retweet. Warum ist das jetzt nicht mehr da? Gibst du euch da irgendwelche Störungen? Und ich habe einfach nur zurückgeschrieben, wir arbeiten dran. Und damit haben wir jetzt daran gearbeitet und es geklärt, falls keine Einwände mehr kommen dazu.
Gut, gibt es zu dem Thema noch jemanden? Daniel. Ja, danke dir erstmal. Also ich glaube, man hat ja in den letzten Tagen auch schon sowieso viel gemerkt, dass du dich da ja, ganz intensiv dran gesetzt hast. Wir waren ja Samstag hier auch ein bisschen gemeinsam unterwegs und so weiter. Das finde ich alles gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es gut finde, dass die Abgeordneten keinen Zugriff mehr auf den Account haben. Das da, weiß ich nicht. Muss man doch mal sehen. Gut fand ich das für mich. Also ich kann nur für mich reden. Ich habe den 20-Piraten-Account nicht dazu genutzt, um irgendwie jetzt eigene Tweets sozusagen, also über den 20-Piraten-Account Tweets irgendwie abzusetzen. Dafür habe ich einen eigenen. Aber ganz praktisch war es natürlich zum Beispiel dann eben auch nochmal einen eigenen Tweet irgendwie zu featuren, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das hat ja der ein oder andere von uns auch getan. Und so verstehe ich ja auch durchaus unseren Account, dass er das auch tun soll. Darauf kann ich verzichten. Würde aber für dich auch so ein bisschen oder für die Pressestelle insgesamt bedeuten, dass ihr natürlich sehr aktiv überwachen, beobachten müsst, was wir letzten Endes so auf Twitter an positiven Dingen treiben, die dann auch irgendwie verbreitet werden können. Korrekt? Mario will was dazu sagen, Steffen? Der Punkt ist, dass wir mit Steffen das jetzt auch können. Vorher waren wir nicht in der Lage, das zu machen. Das werden wir auch nicht 24/7 können. Wie die FAZ gerade schreibt, gibt es ja neue Arbeitskräfte, die erst für weniger Geld machen. So gesehen vielleicht doch bald. Ich gehe von eurem Einverständnis aus. Nein, tatsächlich ist es der Punkt, dass wir mit einer gewissen Sprache raus wollen. Auch der Facebook-Account wird so betreut, auch andere werden so betreut. Und natürlich wollen wir die einzelnen Abgeordneten stärken. Das ist sogar Teil dessen. Die sollen eben nicht im 20-Piraten-Account untergehen, sondern herausgehoben werden dadurch. Das heißt, unser erstes Ziel ist es auch, die guten Tweets der Abgeordneten zu featuren und dann über alle Ebene, um das Persönliche und das Emotionale noch weiter herauszustellen. Weil jeder Abgeordnete hier, wenn ich eins gelernt habe, dann das ist sehr individuell. Und der 20-Piraten-Account wird dann etwas schwammig und wird zur gesichtslosen Masse. Und das können wir besser. Und jetzt haben wir eben auch durch die Verstärkung der personellen Kapazitäten die Möglichkeit, das besser zu machen. Das wird bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er am Anfang 1, 2, 3 Retweets weniger hat, andere kriegen mehr. In der Summe glaube ich, dass wir die Abgeordneten besser darstellen können dadurch. Die Retweet-Gruppe gibt es ja immer noch, wo man dann halt Vorschläge machen kann, was man gerne hat. Dem ganzen Wust dann irgendwie untergeht bei dem, was da alles reinkommt. Das ist ein Chat. Bei der Retweet. Haben wir noch was zu dem Thema? Ich sehe den auch, aber ich verstehe das. Nein. Nächstes Thema. Wir sind bei Sonstiges. Ich hatte den Nixus noch. Ja, ich bitte um eine kleine Korrektur im Protokoll. Paki ist nicht unser neuer Bundespräsident. Paki ist unser neuer Bundesvorsitzender. Was? Ja, war die Hektik. Machen wir gleich. Ich habe das aber vielleicht selber gesagt. Cool wär's, ja. Paki ist unser neuer Bundespräsident. Ich habe es korrigiert. Tatsächlich. Ich sagte Peter-Prinzip. Okay. Tatsächlich wollte ich das aber die Gelegenheit nutzen. Das Thema Bundespräsident steht durchaus noch an. Ich weiß nicht, ob das seinen Weg aus der Vorstandsrunde in die Strategieteile nicht öffentlich gefunden hat. Sonst würde ich das gerne noch in einem nicht öffentlichen Teil thematisieren. Steht halt nicht drin inhaltlich. Aber egal. Ich wollte nur darum bitten, das noch nicht zu vergessen. Bitte? Nee. Also ich. Gut. Sonstige. Dann sehe ich zu Sonstige keine Wortmeldung mehr und wir sind am Ende des öffentlichen Teils. Raucherpause bis 17:55. Und Umbaupause. Bis gleich. Ah, auf Wiedersehen, lieber Stream, liebes Video, liebes Wuppertal. Nee, Olaf bleibt ja dran. Nee. Aber nicht das Car-Office. Nein. Ja. Nein, nein.
Stream und so weiter. Es ging jetzt alles ein bisschen schnell. Bis 5:30, 12 Minuten. Das reicht für eine Zichte. Tschüss.